Brauchen wir Atomenergie, um den Klimawandel zu stoppen? In den letzten Jahren behaupten das immer mehr Stimmen aus der Wissenschaft, Presse und dem Umweltschutz. Das schockiert viele, die gegen Kernenergie und ihre Probleme kämpfen. Wer hat also recht? Um den Klimawandel zu bremsen, müssen wir weltweit den Nettoausstoß an Treibhausgasen auf null reduzieren. Im Jahr 2018 stammten 76% des weltweiten CO2-Ausstoßes aus der Energieproduktion. Dazu gehört beispielsweise der Transport, die Herstellung von verschiedenen Produkten oder das Heizen unserer Häuser. Aktuell stammen 84% der weltweiten Primärenergie von fossilen Brennstoffen. 33% sind Öl, 27% Kohle und 24% Gas. Aus emissionsfreien Quellen stammen nur 16%. Rund 4 davon stammen aus Atomenergie. Wir sind also abhängig von fossilen Brennstoffen. Um davon loszukommen, müssen wir möglichst viele Bereiche elektrifizieren. Denn Strom können wir mit niedrigem Treibhausgasausstoß produzieren. Etwa mit Sonnen-, Wind- oder Atomenergie. Allerdings gibt es da ein Problem. Weltweit wird Strom vor allem durch fossile Brennstoffe generiert. Und in den vergangenen 20 Jahren ist der absolute Stromverbrauch weltweit um 73% gestiegen. Erneuerbare Energien sind zweifellos die Zukunft der Stromproduktion. Aber sie müssen noch einige Hürden nehmen, bis sie einen Großteil des Stromnetzes abdecken können. Damit erneuerbare Energien verlässlich sind und wir keine Stromausfälle riskieren, braucht es riesige Speicherkapazitäten wie Batterien oder Speicherkraftwerke. Eine Alternative dazu ist Atomenergie. Die ist zwar nicht erneuerbar, stößt aber viel weniger Treibhausgase aus als fossile Energien. In China, Indien und Südkorea werden neue Reaktoren gebaut, während Deutschland und teilweise Japan ihre vom Netz nehmen. Wegen fehlender Investoren und Innovationen nutzt der Großteil der Atomkraftwerke weltweit alte Technologien. Sie zu ersetzen oder neue Reaktoren zu bauen, würde viel Geld kosten. Größere Bedenken gibt es auch wegen der Unfallgefahr und dem Atommüllproblem. Es gibt jedoch Pläne für Atomreaktoren, die einige dieser Probleme lösen könnten. Kleinere Reaktoren, die schneller und günstiger gebaut werden etwa. Mit neuen Technologien könnten sogar radioaktive Abfälle zu neuem Brennstoff gemacht werden. Insgesamt muss man jedoch sagen, keine Energiequelle ist perfekt. Es gilt auch noch einen anderen Punkt zu beachten. Wir wollen nicht nur Elektrizität ohne fossile Brennstoffe produzieren. Wir wollen unseren Energiebedarf komplett durch Elektrizität decken. Wenn wir Sektoren elektrifizieren, die bisher fossile Brennstoffe nutzen, etwa Autos oder Heizungen, werden wir viel, viel mehr Strom brauchen als jetzt, und zwar weltweit. Letztlich müssen wir entscheiden, wie wir damit umgehen wollen. Verzichten wir sofort auf Nuklearkraft und nehmen dafür höhere CO2-Emissionen in Kauf? Oder versuchen wir, die aktuellen Atomkraftwerke so lange am Leben zu erhalten, bis die Defizite der erneuerbaren Energien gelöst sind? Müssen wir in neue Atomtechnologien investieren, damit diese Kraftwerke günstiger und sicherer werden? Oder ist vielleicht beides notwendig?